Unsere letzte Aufnahmefolge für heute. Und zwar geht es um die Linie, wo der jetzt gleich rauffährt. Da wollen wir noch die Güterlinie raufpacken mit 160 Stundenkilometer. Und das bedingt. Da vorne haben wir es kontrolliert bei München. Da sollten wir eigentlich auf die Gleise rauskommen. Die Gleise hier habe ich noch reingequetscht. Ich hoffe, das funktioniert hier auch. Das werde ich reinfahren. Die Signale stehen ja hier komplett falsch rum. Was? Was habe ich denn hier gemacht? Hier rein. Warum stehen hier die Signale falsch? Die beiden Signale sind für die Katz, für die Füchse gebaut. So, hier hin. So richtiger. Ja, logisch. Er müsste hier eigentlich schon rüber. Ich frage, ob ich das überhaupt rüber kriege. Aber so ist wahrscheinlich auch nicht gebaut. Das will ja gehen. Habe ich denn hier gemacht? Hier studiert. Keine Ahnung, was ich mir hier dabei gedacht habe. Thank you.
wieder mal. Das wäre ja richtig, dass die auch hier rüberkommen. Moment, wo ist da die Weiche? Jetzt blind, da beginnt sie. Da beginnt ja die Weiche. Hier. Geht ja nur eins rüber. Moment. Und die beiden hier. Bei Gleise. Da rein, raus. Wird da rein, raus. Ja, da rein. Nee, das wäre die Rausfahrt. Die Herausforderung aus dem Bahnhof. Verstehe. Ja, das wäre die Herausforderung aus dem Bahnhof. Wir müssen das nochmal neu machen hier. Ich rede hier rüber, das ist auch in Ordnung. Hat es hier nur mit beiden. Zug fahren wir jetzt hier lang. Kommen auf den beiden Gleisen daher. Im Moment nicht benötigt. Kommen ja hier. Einfahrt, die müsste ja hier drüben lang. Hier reinzukommen. Die rausfahren, die müsste dann ja hier rüber. Müssten wir hier nur eins rüber. Dann müssen wir nur hier rüber. Dieses Gleis. Wir hier nur den hier machen. Ich frage es nur, wie ich das jetzt hier bekomme. Hier rein. So. Rüber. Fährt er nämlich hier rein. Das ist jetzt Ausgangssignal. Einfahrtssignal. Da mache ich jetzt wieder eine Fehlüberlegung. Prinzip, ja. Hey, der wäre das Einfahrt. Hey, what? Irgendwas stimmt doch hier nicht.
Gut, die Signale brauchen wir, das Signal brauchen wir im Moment eh nicht. Ja, auch nicht. Also hier brauchen wir das Ausfahrtssignal. Die Einfahrtssignal. Das funktioniert. Dann müssen wir hier vorne rüber. Gewesen. Hier noch einmal nach rüber müssen. Wir müssen hier noch rüber. Mit dem müssen wir wieder da rein. Da außen lang kommen. Eigentlich. So, nochmal den Teil mal. Nochmal hier hinten. Jetzt 44 Passagiere. Also werden immer mehr Passagiere mittlerweile. Ist auch richtig so, das soll ja hier ein bisschen ja, Passagierenaufkommen geben. So, jetzt gehen wir mit dem Gleis, gehen wir jetzt da rein. Vorne ist noch diesen Schnellchen. Gehen wir rein. Über alle Gleise rein. Na, kannst du hier vorne haben. Aber gleich auch noch bei der Ausfahrt. Da mache ich immer Signale hin. Egal ob wir sie brauchen, das ist einfach schönheitstechnisch bedingt. Hier noch eine Weiche, die machen wir relativ lang. Und jetzt 60. Na komm! Wieso erträgst du das jetzt nicht? Geht? So. Gut, dann gibt's hier jetzt dann gleich Güterzugstrecke. Produz rüber. Kommen wir hier schon mal auf die äußeren Gleise. Zumindest auf die hier. Kommen wir hier auf den mit. Das sehen wir. Wir könnten ja auch hier rüben lang. Gehen hier einfach dann nur noch irgendwie. Ja, den Güterbahnhof reinholen. Gut, wir könnten natürlich hier die Strecken ein bisschen auseinanderziehen. Hier mit dem noch ein bisschen weiter drüben lang fahren, erst hier vorne zusammenkommen. Dann hätten wir hier noch die Chance, mit den Gleisen wegzugehen, hier in den Bahnhof rein, oben. Kann man machen. Hier die Gleise nochmals kurz wegnehmen, wenn es geht.
come on. Der Plan ist ja, dass wir da die äußere Strecke noch für einen anderen Zug benötigen. Wir halt hier ein bisschen uns arrangieren. Den natürlich auch drüben reinsenden. Auch machbar, dann könnte man hier nämlich hinnehmen und dann hier noch nebenhin hier raus und runter gehen. Sind jetzt hier ein bisschen Umbauarbeiten, Umbaumaßnahmen. Hier hat es eine Weiche. Bin nämlich schon hier vorne. Signal haben. Hier. Mal da rüber gehen. Hört ihr die Weiche auf? Vorne. So, nehmen wir den Teil mal. Oh, das gibt aber hier einen schönen Bock. Gefällt mir dann doch nicht. Wenn wir das so machen. Kurzhand mal leicht die Brücke wieder weg. Das Teil benötigen wir im Prinzip nicht. Das ist beschenktes Gleis sozusagen. Die Weiche benötigt auch nicht unbedingt. Und man kann hier nämlich den IC unbehelligt fahren. Und hier nämlich dieses Gleisstückchen da. Packen wir. Den hier noch. Nimm das Gleis hier, hier und das hier rein. Das Gleis, welches jetzt da vorne hier reingeht, das packen wir hier hin. Vorne schon raus. Das so machen. Jetzt können wir da noch weiter nach hinten den Teil. So. Die Linie nämlich eins rüber hier. Die noch.
auf die 1 rüber senden. Hier die Linie jetzt auch da sein. Gut, das funktioniert schon mal. Haben wir hier die Linie. Eigentlich wollte ich hier jetzt noch eine Linie reinquetschen. Gut, wir ziehen die einfach hier raus. Gerade raus. Aber ist eben auch Quatsch. Hier mit der Linie auseinandergehen. Das geht sonst gar nicht. Ja. Und leise ein wenig auseinandergehen. Noch zu tief. Fast sagen. Ja, mit dem Bogen reingehen. Das dann quasi so reinziehen. Ja, mega Umbaumaßnahme für eine Linie. So, jetzt müssen wir hier aber raus. Hier irgendwie rauskommen. So, und dann hier irgendwie runter. Das sieht aber nicht so gut aus hier. Ja.
Ah, das ist echt das erste recht nicht. Das Fläche da rein. Die sieht eigentlich relativ gut aus. Wir müssten noch einen engeren Bogen hinbekommen. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Das sieht nicht gut aus. So rumgehen. Rein. Sieht das aus? Ja, ein bisschen buggy hier. Schon besser, würde ich mal sagen. Aber so kann es sich sehen lassen, das Teil. Wenn hier noch Signale. Moment. Signale gehören nicht hier hin. Wohin? So. Fehlt uns immer noch diese Linie. Die kriegen wir doch immer noch hier rein. Einer Weiche, die jetzt hier drüben rausgeht. Die ist hier vorne. In die Weiche. Jetzt wieder nicht. Sind wir denn hier jetzt im Weg? Eine Kollision? Und was?
Rumspiele. Spielverderber, Spiel. Spiel spielt wieder mal ein Spielverderber hier. Das Profiber macht sich wieder mal zum Spielverderber. So, haben wir hier in die Linie so hingebekommen. Da muss doch, dann machen wir noch Signale hin. Wo so. Natürlich das Ausfahrtssignal und nicht fehlen. So, dann funktioniert nämlich das wieder. Haben wir hier einfach die äußeren Gleise hier noch, die wir dann später wieder mit anschließen. Dann haben wir hier nämlich das ganze Konstrukt hier schon gebaut. Unsere Gütergeschichte. Da werden wir nächsten Freitag im Livestream weiterbauen. Bis dahin verabschiede ich mich schon mal. Und hoffe, dass ihr heute Abend auch wieder mit der Startzeit um 20 Uhr. 20 geht's los. Dann alles gut und bis dann. Tschüss.